So, ein wunderschön. Ja, willkommen zum Carpeten Let's Play. Eigentlich wollte ich ja den Motorradfahrer abschießen. Itwheel, aufnehmen. Aber haben wir letzte Woche erst, oder sonst bekommen wir bei Itwheel so einen zu großen Vorsprung. Deswegen lieber doch wieder Cartoon. Ja, in dem Sinne. Ich hätte das andere Fenster gleich offen lassen können. Brauchen wir ja hier wieder. Und zwar für unser Let's Play. Mein Test. Noch Motorradfahrer. Was ist denn heute los? So, wir Captain ist der hier. Mit der 0 hinten. Ist eine Biker-Gang. So. Gucken wir mal. Ja, ich werde die Folgen heute ein bisschen kürzer halten, also so pro Folge Viertelstunde vielleicht. Mal gucken, weil es ist heute einfach ein bisschen warm und da habe ich keinen Bock drauf. So, wir waren ein Hühnchen. Guck mal, wie das ausschaut, Alter. Tot. wir waren hier gerade dabei, eine Höhle zu bauen. Wo, ach, da hinten ist es. Direkt hier am Anfang, lol. Könnt doch mal wieder Getreide einholen. Ja doch, erste Folge machen wir mal wieder ein bisschen Getreide. Und dann gehen wir mal in die Höhle. Also in unsere Mine, meine ich doch. Wobei eben bei unserer Mine hatten wir ja richtig eine Höhle gefunden gehabt. Die könnten wir ja mal auf den Kopf stellen, mal ein bisschen durchsuchen. Mal gucken, wo sie lang geht. Weil ehrlich gesagt, ich habe beim Carpeten Mapchen noch nie so viel in Höhlen abgehangen. Von daher wüsste ich auch selber gerne mal, wie die Höhlen hier drin aussehen. Ich weiß halt nur, dass bei Itaville sehen die Höhlen einigermaßen cool aus. Und ja, der VZ Mapchen, da sind die Höhlen natürlich noch am geilsten, weil die dann bei den Original Mindtest oder bei dem Original Mindtest Mapchens, also hier V5, V6, V7. Ist ja praktisch das, was so. Scheiße, ich bin voll. So. Was soll ich gerade sagen? Genau. Auf jeden Fall, genau. Bei dem Mindtest typischen Mapchen, also dem V7er, da sind die Höhlen ja extrem verworren. Die gehen ja richtig teilweise steil runter und ultra verzweigt. Und der Itwheel Mapchen ist ein bisschen einfacher. Oh, hat uns mal jemand besucht. Schau mal einer an. Und das weiß ich aber nicht, wie der hier ist. Weil, wie gesagt, auf dem Server oder in Maps mit dem Mapchen war ich noch nie wirklich groß in Höhlen drinne. Außer halt die einen, die wir da hinten gefunden haben, aber die war ja eher so klein. Jetzt ist halt die Frage, ob hier alle Höhlen so klein sind oder ob es hier doch tatsächlich größere Höhlen gibt. Hatten wir überhaupt eine Höhle gefunden? Glaube ja. Oder verwechsel ich gerade? Bin mir jetzt gerade überhaupt nicht mehr sicher. Scheiße. Fühlt ja gut dann. So, wir sollten mal für unsere Besucher hier einen richtigen Steg bauen. Kann doch hier nicht einfach gegen die Felder fahren. Ist doch nicht gut für die Pflanzen. So, dann kommt hier zu Weizen. Also einmal du, nein, andersrum. So, so, irgendwie so. Ja, passt schon. Pop. Und weiter. Oder er hat nur unser Weizen gesehen, wollte das schnell ernten, wobei er ja hier gegen die Wolle gefahren ist, egal. Haben wir eigentlich schon Rucksäcke? Ah ne, wir haben zwei Rucksäcke, okay, ich brauche also noch Wolle. Gut. Da hat gerade schon, wir haben die ganze Wolle da wieder umsonst angebaut. Ne, was soll ich da sagen? Genau, unser Besucher ist da wahrscheinlich hier angelockt worden von unseren ganzen Weizen und so. Und musste dann leider feststellen, dass hier alles protected ist. Und ich meine, ja klar, es ist natürlich irgendwo ein bisschen unfair, weil im echten, ne, im echten ist natürlich auch nicht alles protected. Wenn man irgendwo im echten in ein fremdes Land geht und man da Felder sieht, dann kann man schon mal so einen illegalen Move machen und da ein bisschen so und
in die eigene Tasche stecken. Das Problem ist, würde ich hier gerne auch machen, weil das soll ja eigentlich Survival-Server sein, ne? Und zum Survival gehört Diebstahl ja auch dazu. Das Problem ist halt, wenn ich die Sachen hier nicht protecten tue oder nicht zulasse, dass Spieler ihre Sachen protecten, dann artet das nicht nur in Diebstahl aus, sondern halt in Vandalismus. Und das ist natürlich, geht nicht. Und dementsprechend, ja, ist hier halt Protection und damit ist das halt leider gut. Okay, wir bringen jetzt eine ganze Scheiße rein, die wir gerade gepflückt haben. So, mal gucken, was wir da von oben lagern können. Aha, siehst du, hier haben wir direkt schon ein paar Sachen. Du kommst da rein, du kommst da rein. Hoffenweise Krimskrams-Kacke hier, die keine Sau braucht. Du kommst da rein, du kommst da rein. Lalalalalala. Da, da. Was haben wir noch so? Hier haben wir noch ein paar Mal Wolle. So, dann gucken wir mal. Wir haben 220 Wolle. Das reicht noch nicht ganz für zwei Rucksäcke. Ist natürlich Bullshit. Scheiße. Haben wir noch normale Wolle? Ne, haben wir auch nicht mehr. Schade. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen mal unser Inventar ein bisschen leerer. Obwohl, Holz sollten wir mitnehmen. Genauso wie Kohle. Wobei, bei Kohle sollten wir uns sogar noch ein bisschen was rausnehmen. Wo Sand da? Und Blätter sind da. So. Wir haben 160. Ich nehme mal erstmal einen Stack mit. Wobei, einen ganzen Stack. Nee, ist komplett Schwachsinn. Wir nehmen uns mal so 30 mit. Ne, 30 ist eine gute Zahl, denke ich mal. Ne. So, ansonsten, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Sondern wir sollten uns vielleicht Eisen mit. Warte mal kurz. Also, wir haben ja schon mal eine. Wir haben eine Holzrüstung, ernsthaft? Chisel the Dissel. Okay, wir haben hier noch von allen ein bisschen Vorrat. Dann würde ich mal sagen, ja komm, wir nehmen das hier komplett mit und das hier komplett mit und dann machen wir uns mal aus dem Eisen mal instant eine Eisen, ach ja, ist ja unhoffentlich, scheiße, eine Eisenrüstung. Jetzt kommt's, super 3D-Move. Erst einmal so lang. Jetzt einmal so zurück. Und jetzt einmal hier so ran und da so lang. Und schon haben wir drei Items in einem. Erst eine Hose. Was hab ich denn da gemacht? Dann ein Helm. Und dann die Schuhe. So kann man drei Sachen mit einmal machen. So, dann natürlich noch das Hemd. Was tue ich hier? So. Hä? Ach ja, waren ja bloß 24. Stimmt ja, 32 brauchte man ja, wenn man auch noch ein Schild hat. Moment, weil hier gibt es doch Schilder, oder? Ja. Dann hast du ja mit 31 doch gestimmt. Also 32, also ein bisschen weniger. Ja, ist so immer Eselsbrücke, weil die Zahlen 24 und 32 kann ich mir super gut merken. Weil digitale Zahlen und so. Hä? Aber Zahlen, die man im digitalen Ort verwendet. So. Stein. Von daher. Das packe ich mal unten in die Krampfkiste. Ja, von daher habe ich mir immer so gemerkt, wenn man eine Rüstung baut ohne Schild, braucht man 24 von einem Material. Und wenn man eine Rüstung baut mit Schild, dann braucht man halt 32. So, und wir bauen uns jetzt hier mal ein paar Werkzeuge, beziehungsweise bauen wir noch nicht, aber ich packe es schon mal hier zurecht, sodass wir dann bei Bedarf hier gleich nehmen können. Weil noch haben wir ja eine. Und es wäre ja blöd, die zu verschwinden. Warum? So, Steinhacke brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Dann kommt das alles hier mal weg. Können wir eigentlich doch gleich wegschmeißen, oder? Oder kann man die Sachen wieder verwerten? Ach, scheiße. Ich klicke mal kurz hier rauf. Bap. Und nochmal. Nee, kann man nicht wieder recyceln, sage ich jetzt mal. Gut, dann also weg.
Holzrüstung, damit werden wir uns definitiv nicht mehr abgeben. Vor allem nicht, wenn wir irgendwelche Hülltouren machen oder irgendwelche Monster kommen. Mit Holz sind wir schön am Arsch. So, wir haben Blümchen. Ach Gott, Alter. Ich entmülle erstmal hier mein Inventar. Das heißt, du kommst da rein, ihr alle kommt da rein, du kommst da rein. Das nehmen wir mit. Du kannst auch da rein. Oh, ja, okay. Das war natürlich nice. Haben wir natürlich gleich mal wieder zum Stück hier. Schön verschwendet alles. Wobei, so teuer sind die ja nicht, aber trotzdem. Und du kommst auch mal da rein. Können wir wieder später Dünger mitmachen. So, das heißt, wir haben Holz. Wir haben Fackeln. Wir haben Eisen, brauchen wir nicht. Eisen packe ich mal. Eisen packe ich mal wieder nach oben. La la la. So. Und damit wir hier auch immer eins. Oh, easy, haben wir auch wieder zwei. Aber mindestens eins mal drin haben, kommt das auch wieder da rein. So, sehr schön. Da brauchen wir eigentlich bloß noch Verpflegung. Mal gucken, was haben wir denn hier so schönes, feines da. 180 Äpfel, haufenweise Weizen. Gekochtes 10 Stück. Fleisch, Hühnchen. Ja, da sind tatsächlich Äpfel gerade am preiswertesten, sag ich mal. Nehme ich mir mal ein Stack mit. Hä? Oh, ich hatte schon welche. Ist natürlich nice. Okay, easy. Haben wir noch 111 Äpfel auf Vorrat und 100 zum Mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal instant in die Höhle. Oh. Ein Gast. Game mit 2. Nein, hier war keine Höhle. Hab ich mich echt getäuscht? Gibt's hier... Scheiße, gibt's doch keine Höhle? Ich wollte eine Höhlentour machen. Hallo? Ach doch, hier. Ah, okay, okay. Hoch oder runter? Na, hoch geht's meistens an die Oberfläche, ne? Von daher... Wir gehen einfach mal runter. Lalalala. Oh Gott. Wir müssen auch aufpassen, dass wir wieder rauskommen. Sieht aber noch gut aus. Hier geht's auch wieder hoch. Okay. Hä? Jetzt sagt mir nicht, das war's hier schon. Ja doch, das war's schon. Wow. Okay, also der Abzweig hier war eher so semi-spannend. Danke dafür. Wenigstens gibt es hier Kohle, können wir auch gleich mal mitnehmen. Ach komm jetzt. So. Hast du nochmal geantwortet? Ja, hat er nicht. Na gut, ich meine, er weiß ja nicht, dass wir hier der Admin sind. Ist ja unser Let's Play-Konto. Von daher. Weil ist ja eigentlich ein deutscher Server, ne? Leider. Nein. Hab keine Rechte. Wobei, ich weiß gar nicht, haben wir uns Rechte gegeben? Briefs? Ne, aber nicht. Interact Home und Shout. Wir haben also keinerlei Admin-Rechte. Ist ja auch Let's Play-Konto, ne? Und kein, hier, Volksbegehren-Konto. So.
Wir können ja mal ärgern. Aber ich kenne Walker persönlich. Ist ein Scheißkerl. Der gibt einem nie Rechte. Der wie. Okay, lass mal. So, mal gucken. Vielleicht kommt das sogar dahinter. Vielleicht kennt ihr sogar meine Displays, ne? Vielleicht hallo Herr Game mit, wenn du hier zuguckst, ne? Du kennst ihn also in real life. Sagen wir ja oder nein? Scheiße. Gott, ich mach mal ja. So. Cola bauen. So. Ba-ba-dum. Hier geht's schon flach runter. Oh, sieht erstmal vielversprechend aus. Aber noch kein Eisen. Ups, oha, und er gibt dir keine Rechte? Nee, nur Linke. Oh wow, er fängt das schon wieder geil an. Okay, warte mal kurz. So, ich mach nämlich mal ganz kurz hier, machen wir nämlich ganz kurz hier einen Break und dann, sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Aufnahme, beziehungsweise ja, bald wieder in dem Sinne, schau mit vor.